Alarmiert sind wir worden auf einen Kfz-Brand plus City. Der Pflichtbereichskommandant von Leonding war unmittelbar in der Nähe, ist direkt vor Ort gefahren, hat uns während der Anfahrt schon eine Lagemeldung gegeben, Zufahrt bzw. wo das Auto steht, dass auch der Ladehof, die Tiefgarage betroffen wurde. Kurze Zeit später wurde von Florian LFK zweiter Alarm ausgelöst, Brand, Gewerbeindustrie, somit sind die Feuerwehren Hörsching und Leonding Hart ebenfalls alarmiert worden. Es war auch sehr, sehr notwendig, sag's einmal so, dass die Feuerwehr Leonding Hart mit dem Großraumlüfter auch vor Ort gewesen ist. Feuerwehr Hörsching hat Absperrungen und Absicherungen durchgeführt. Wir haben einen Hochleistungslüfter gesetzt, haben den Ladehof rauchfrei bekommen. Der Kfz-Brand, der unmittelbar in der Einfahrt gestanden ist, wurde rasch abgelöst. In meinen Augen als Einsatzleiter möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken. Alarmierungskette, Einsatz hat tadellos funktioniert, reibungsloses Vorgehen. Die Lage war schnell wieder unter Kontrolle und in der Plus-City ist ein normaler Regelbetrieb, sprich der Einkaufszentrum ist wieder normal benutzbar. Das heißt, man hat trotz dieser Rauchentwicklung, die ja nicht unerheblich war, den Betrieb eigentlich problemlos durchführen können? Wir haben das durch die Polizei und die Straßenregelung durchgeführt. Die Anzahl an der Einsatzkräfte durch die Feuerwehr hat gesichert, dass der Einkaufsbetrieb ungestört weitergeführt werden kann. Es sind nur die Parkhäuser gesperrt worden. Ja, und ich sage mal, ich behaupte fast, es gibt mittlerweile Personen drinnen, die vielleicht vom Brand gar nichts mitbekommen haben. Ja. Es ist kurz und rasch vorangegangen und es war einfach, jetzt der Regelbetrieb wieder hergestellt worden.